und rufe auf Tagesordnungspunkt 11, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 6107, Kinderrechte wirklich umsetzen. Nordrhein-Westfalen braucht geschulte Fachkräfte in allen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen und Familienzentren für die konkrete Informationsvermittlung und Umsetzung der Kinderrechte. Ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Wegner das Wort. Bitte, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Die UN-Kinderrechtskonvention gibt jedem Kind ein Recht auf Schutz, auf Bildung, auf soziale Teilhabe und, das wird meistens vergessen, auf Beteiligung an den Entscheidungen, die sie betreffen, und auf freie Meinungsäußerung. Dass die Kinderrechte in der Verfassung unseres Landes normiert sind, ist ein bedeutender Schritt zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Wichtig für die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ist auch die Verankerung im Kinder- und Jugendhilfegesetz. Trotzdem gibt es noch viele Defizite. Beteiligungsprojekte sind oft nur befristet. Es gibt bei vielen Erwachsenen Bedenken gegenüber der Mitsprache von Kindern und Jugendlichen. Das Bewusstsein über die einzelnen Kinderrechte ist selbst bei Fachkräften oft unzureichend. Ohne die Erwachsenen können Kinder und Jugendliche ihre Rechte nicht erfahren, geschweige denn sie wahrnehmen und erleben. Ohne die Erwachsenen werden Kinder und Jugendliche nicht nach ihrer Meinung gefragt. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehe ich es als unsere Aufgabe an, mit unseren Möglichkeiten als Parlament die wirkliche Umsetzung der Kinderrechte hier in Nordrhein-Westfalen weiter voranzubringen. Noch lange ist nicht jedes Kind und jeder Jugendliche über seine Rechte informiert. Eltern und Fachkräfte beachten aufgrund mangelnder Informationen die Kinderrechte, vor allem im Bereich der Beteiligung, immer noch viel zu wenig. Wie sollen sie auch, wenn sie selbst nicht ausreichend informiert sind, wenn sie keine geeigneten Wege zur Umsetzung gelernt haben? Deshalb möchten wir in allen Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, also in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in den Schulen und den Familienzentren, dass die Kinderrechte nicht nur auf dem Papier stehen, sondern durch geschulte Fachkräfte jedem bekannt gemacht und gelebt werden. Es ist wichtig, dass jedes Kind und jeder Jugendliche entsprechend seines Alters und Entwicklungsstandes über alle Kinderrechte informiert wird. Es ist wichtig, dass jedes Kind und jeder Jugendliche bei der Wahrnehmung und der Umsetzung seiner Rechte täglich unterstützt wird. Durch die Beachtung eines jeden Kinderrechts wird die Entwicklung aller Kinder und Jugendlichen zu einer eigenständigen Persönlichkeit gefördert. Es ist notwendig, dass geschulte Fachkräfte als Ombudsperson und Ansprechpartner für alle Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stehen und das große Machtgefälle zwischen Kindern und Erwachsenen ausgleichen. Genauso notwendig wie die Ombudsperson ist, dass geschulte Fachkräfte als Ansprechpartner für Fachkräfte und Erziehungsberechtigte in den Einrichtungen zur Verfügung stehen. Ohne die Hilfe der Erwachsenen können Kinder und Jugendliche ihre Rechte weder erfahren noch wahrnehmen. Lassen Sie uns jetzt einen Schritt machen und die Kinderrechte mit unseren Möglichkeiten auf Landesebene weiter voranbringen. Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten, die einzelnen Rechte der Kinder und Jugendlichen im Bewusstsein der Menschen in unserer Gesellschaft zu festigen. Mit der Ablehnung unseres Änderungsantrags, in dem wir die Aufnahme der Kinderrechte in das Kinderbildungsgesetz gefordert haben, ist wieder eine Chance vertan worden. Eine Chance, das Bewusstsein über die Rechte der Kinder weiter auszubauen und in den Alltag der Kinder zu integrieren. Die in unserem Antrag geforderten geschulten Fachkräfte können vor Ort und im Alltag für jedes Kind und jeden Jugendlichen die einzelnen Kinderrechte von Anfang an wahrnehmbar und erfahrbar machen. Applaus
Deshalb appelliere ich an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit uns in einen ernsthaften Dialog über unseren Antrag zu gehen und sich für die wirkliche Umsetzung der Kinderrechte einzusetzen. Und ich hoffe diesmal, dass es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleiben wird, wie es zum Beispiel die Ankündigung einer Kinderkommission mit Anrufrecht für Kinder im rot-grünen, wie sie im rot-grünen Koalitionsvertrag steht, ist. Kinderrechte stärken unsere Kinder, starke Kinder stärken unsere Demokratie. In diesem Sinne freue ich mich auf die Gespräche im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Hack. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe verbliebene Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist unseres Erachtens natürlich immer grundsätzlich richtig und auch wichtig, Kinderrechte zu thematisieren, sich über ihre Beachtung und ihre Verbesserung Gedanken zu machen. Und wir teilen auch, sehr geehrte Kolleginnen der Piratenfraktion, Ihre Einschätzung, dass es ein wichtiger und richtiger Schritt war, die Kinderrechte in der Landesverfassung Nordrhein-Westfalens zu verankern. Wir teilen allerdings nicht Ihre im Antrag erhobene Forderung nach einer geschulten Fachkraft für Kinderrechte in allen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Warum? Ähnlich zielführend, ich muss es leider so ausdrücken, wäre eine Forderung nach Erzieherinnen und Erzieher oder sozialpädagogischen Fachkräften in allen Einrichtungen. Wenn Sie in den aktuellen Lehrplan für die Fachschulen des Sozialwesens schauen, finden Sie folgende Zielbeschreibung für die Ausbildung. Erzieherinnen und Erzieher, ich zitiere, arbeiten partizipativ, respektieren die Kinder und Jugendlichen als Partner in der Arbeit und helfen ihnen, kompetent und verantwortlich mitzubestimmen und mitzugestalten. Sie vermitteln Orientierungen und gestalten Lern- und Erfahrungsorte der Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Antidiskriminierung und Gewaltfreiheit. Sie stärken die Verantwortung für die eine Welt. Sie unterstützen die Eigenaktivität von Kindern ab 0 Jahren und Jugendlichen in ihren Entwicklungs- und Bildungsprozessen und geben ihren Selbstbildungspotenzialen Rahmen und Raum. Und ein Blick in den ab 1.8.2014 zur Erprobung in Kraft gesetzten Lehrplan zeigt als Querschnittsaufgabe der Ausbildung für diese sozialpädagogischen Fachkräfte unter anderem, ich zitiere, Partizipation. Es soll eine Haltung entwickelt werden, die auf eine Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen des öffentlichen Lebens abzielt, mit dem Ziel einer demokratischen Teilhabe an der Gesellschaft. Und weiter zur Aufgabe Wertevermittlung heißt es dort, Sie, also die Erzieherinnen und Erzieher, sind fähig, junge Menschen bei der Entwicklung persönlicher Werthaltungen zu begleiten, sie als Subjekte ihres eigenen Werdens ernst zu nehmen und dabei zu unterstützen, eine Balance zwischen Autonomie und sozialer Mitverantwortung zu finden. Das heißt, schon in ihrer Ausbildung wird angehenden Erzieherinnen und Erziehern die zentrale Bedeutung dessen vermittelt, was wir unter dem Begriff Kinderrechte zusammenführen. Beteiligung und Teilhabe von Kindern an allen sie betreffenden Entscheidungen. Neben den in der Kinderrechtskonvention verankerten Rechten auf Bildung, auf körperliche und seelische Unversehrtheit sowie den zahlreichen Rechten auf Schutz vor Gewalt, Ausbeutung, Missbrauch und anderem. Jede Fachkraft ist also bereits, wie Sie es fordern, zu den Kinderrechten geschulte Fachkraft. Ansonsten hätte sie ihre Ausbildung nicht abschließen können. Ich empfehle Ihnen auch, Herr Kollege Wegner, Sie haben das gesagt, aber einen Blick in das hier vor einem Monat beschlossene Änderungsgesetz zum Kinderbildungsgesetz, wenn Sie den Paragraphen 13 frühe Bildung betrachten, das pädagogische Personal in Kitas und in der Tagespflege beachtet, was die Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozess einbringen, welche Möglichkeiten sie besitzen, welche Zeit sie benötigen, welche Initiative sie zeigen und stimmt sein pädagogisches Handeln darauf ab. Und weiter heißt es, wesentlicher Ausgangspunkt für die Gestaltung der pädagogischen Arbeit sind die Stärken, Interessen und Bedürfnisse des Kindes. Unserer Meinung nach bedarf es also keiner weiteren gesetzlichen Initiativen, wie Sie es fordern, die,
ich zitiere aus Ihrem Antrag, die Rechte der Kinder in Konzeptionen und Leitbilder der Einrichtungen beachten und einbinden. Diese gesetzlichen Regelungen sind ebenso vorhanden wie die Fachkräfte, die dieses umzusetzen und zu beachten haben. Und verehrte Kollegen, erlauben Sie mir zum Schluss eine weitere Anmerkung. Sie betonen in Ihrem Antrag unterschiedliche Formen der Kinder- und Jugendlichenbeteiligung in NRW als besonderen Ausdruck der Wahrung der Kinderrechte. Partizipation ist jedoch nur eine einzige Aufgabe, ein Baustein dessen, was Kinderrechte umfasst und was ihre Umsetzung erfordert. Mit Kinderparlamenten und Spielplatzgestaltung ist es eben nicht getan. Die gesamte pädagogische Arbeit in der täglichen Praxis beruht, wie ich es erläuterte, gesetzlich und auch schon im Ausbildungsbereich auf der Kenntnis der Kinderrechte, ihrer Vermittlung und ihrer Umsetzung. Und vor diesem Hintergrund werden wir sicherlich die Debatte im Ausschuss recht zügig führen können. Und die Kolleginnen und Kollegen im Schulausschuss, ich habe mich ja jetzt sehr konzentriert auf die frühe Bildung und die außerschulische Bildung bezogen, werden das aber vor dem Hintergrund, was Lehrkräfte zu tun haben, auch schon aufgrund ihrer Kenntnis und ihrer Aufgabe als Lehrerinnen und Lehrer, werden das dann im Schulausschuss genauso verfahren können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hack. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Frau Kollegin Milz. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten auch schon mal 2008 hier im Plenum über Kinderrechte debattiert. Ich weiß nicht, wer damals dabei war und sich noch erinnert. Damals ging es noch um die Änderung des Grundgesetzes. Heute sprechen wir darüber, wie die Informationsvermittlung über die Rechte von Kindern verbessert werden kann. Und hierfür sollen halt zu den Kinderrechten geschulte Fachkräfte in jeder Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen und Familienzentren vorgehalten werden. Soweit, so gut. Aber liebe Piraten, sollte eine Erzieherin oder ein Lehrer nicht schon jetzt allein aufgrund der Ausbildung in der Lage sein oder ja sogar in der Pflicht, die Rechte der Kinder zu kennen, zu wahren, zu vermitteln und für Kinder erfahrbar zu machen? Auch ein Blick in unser Grundgesetz bestätigt den Auftrag an die gesamte Gesellschaft, wie er in Artikel 6 Absatz 2 beschrieben ist. Ich zitiere: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Starke Worte, oder? Klar, präzise und auch unmissverständlich. Oder brauchen wir eben doch weitere Aufträge, zum Beispiel speziell zur UN-Kinderrechtskonvention? Im vorliegenden Antrag wird unter Ziffer 2 der Landtag stellt fest ausgeführt, dass die Mehrzahl der Eltern und Fachkräfte zwar um die Existenz der UN-Kinderrechtskonvention weiß, jedoch einzelne Inhalte sowie geeignete Wege der Umsetzung kaum bekannt seien. Auch da frage ich wieder, liebe antragstellende Fraktion der Piraten, auf welcher Grundlage haben Sie denn diese Behauptung aufgestellt, dass das so ist, dass die das nicht wissen? Ich sehe die Schwierigkeiten zum Thema Kinderrechte eher an einer anderen Stelle. Es ist sicher richtig und wichtig, die Beteiligten, insbesondere Kinder und Jugendliche, über ihr Recht zu informieren und entsprechend aufzuklären. Aber damit ist es nicht getan. Man muss Kindern insbesondere zeigen, wie sie sich helfen können, wenn ihre Rechte verletzt werden. Im Klartext, sie müssen wissen, an wen sie sich in der Kita, Schule, an ihrem Ort, an welche konkreten Organisationen sie sich wenden können. Zum Beispiel an die Nummer gegen Kummer und diese Einrichtungen. Betrachten wir alleine den Kita-Bereich, der immer stärker von Kleinkindern besucht wird, da ist dann die Information und Aufklärung doch eher weniger wichtig, als die Kinder insgesamt zu stärken, damit sie sich auch nachher überhaupt trauen, ihren Schwierigkeiten Ausdruck zu verleihen. Dafür braucht es eine vertrauensvolle Atmosphäre sowie Zeit und Raum, um miteinander zu sprechen. Etwas merkwürdig finde ich zudem die im letzten Spiegelstrich des Antrags formulierte Forderung. Hiernach soll gesetzlich geregelt werden, dass eine zu Kinderrechten geschulte Fachkraft in ihrem Arbeitsumfeld für die Einhaltung der Kinderrechte Sorge zu tragen hat. Ich frage mich an dieser Stelle, wie soll das in der Praxis aussehen? Können wir dann Lehrer oder Erzieher sanktionieren, wenn es im Gruppengefüge oder im Klassenraum zum Beispiel zu Mobbing-Situationen kommt?
Meine Damen und Herren, insgesamt denke ich, dass wir es uns zu leicht machen, wenn wir zu sehr bzw. alleine auf die Informationsvermittlung setzen. Und wenn es schon um eine solche geht, so wäre mir eine andere Idee durchaus sympathischer. Als schönes Beispiel hier, ganz ohne gesetzlichen Regelungszwang, wäre zum Beispiel an eine Forderung aus der ersten nationalen Konferenz für die Rechte der Kinder zu denken, die da lautet: Jeder Bürgermeister sollte am Weltkindertag die Kinderrechte öffentlich vorlesen. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die weiteren Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank, Frau Kollegin Milz. Für die Grüne Landtagsfraktion spricht Frau Kollegin Asch. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte beginnen mit einem Zitat von Olof Palme. Weil unsere Kinder die einzige Verbindung zur Zukunft sind und weil sie das Schwächste sind, gehören sie an die erste Stelle unserer Gesellschaft. Und weil das so ist, da ist es auch gut und richtig, dass wir das Thema Kinderrechte im parlamentarischen Raum immer wieder ansprechen und über die konkrete Umsetzung dieses wichtigen Themas hier miteinander beraten. Wir sind in Nordrhein-Westfalen stolz darauf, dass wir die Kinderrechte in unserer Landesverfassung verankert haben. Und ich muss das immer wieder sagen, ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass es auf Ebene der Bundesregierung immer noch nicht gelungen ist, dass es immer noch Kräfte gibt, die im konservativen Lager sitzen und zu suchen sind, die verhindern, dass die Kinderrechte Eingang in das Grundgesetz finden. Bei der letzten Novelle des Kindergartengesetzes des Kiebitz, wir haben das vor 3 Wochen ja hier verabschiedet, haben wir die Kinderrechte in einer ganz besonderen Weise berücksichtigt. Wir haben ja als Fraktion nochmal durch unseren Antrag den Paragraph 6, nämlich den Bezug zur Landesverfassung, dort in den Gesetzestext aufgenommen. Aber in Paragraph 13 wurde schon bereits in der Gesetzesvorlage ja an unterschiedlichen Stellen auf die Rechte von Kindern explizit hingewiesen. In den Grundsätzen der Bildungs- und Kindererziehungsarbeit des Paragraph 13 wurde normiert, dass die Kinderrechte in Tageseinrichtungen gesichert werden sollen, dass Beteiligungsverfahren für Kinder entwickelt werden, wie wir das bereits hier in Nordrhein-Westfalen in einem Modellversuch gefördert und erprobt haben. Zu Kinderrechten gehören genauso, das wurde hier eben schon von den Kolleginnen erwähnt, die Beschwerdemöglichkeiten und die Gewähr, dass natürlich diese Beschwerden dann auch aufgegriffen und bearbeitet werden. Dazu dienen die sogenannten Ombudschaftsstellen, die im Paragraph 79 des SGB VIII verankert sind. Wir stehen im Dialog mit den Wohlfahrtsverbänden, Sie waren ja auch da, im Ausschuss Anfang des Jahres und verfolgen gemeinsam das Ziel, diese Ombudschaftsstellen als unabhängige Beschwerdestellen für Kinder und Jugendliche hier in Nordrhein-Westfalen zu verankern und weiter zu stärken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, wir feiern in diesem Jahr den 25. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention und die dürfen wir natürlich an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Die Konvention ist nämlich wirklich ein Meilenstein in der Umsetzung und Verwirklichung der Kinderrechte. Es hat ziemlich lang gedauert, nämlich genau fast 20 Jahre, und das ist wirklich kein Ruhmesblatt des Deutschen Bundestages, bis die Bundesrepublik die vollständige Ratifizierung der Konvention ohne Vorbehalt beschlossen hat. Und dennoch haben wir in der letzten Ausschusssitzung, wo wir uns um die besondere Situation von den Kindern, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, diskutiert. Und wir wissen, obwohl der Vorbehalt in der UN-Kinderrechtskonvention gestrichen ist, werden Flüchtlingskindern immer noch die Grundrechte verweigert. Wir haben das erlebt im Bericht des Innenministers. Dort wird das Primat des Kindeswohls, wie es eigentlich in der UN-Kinderrechtskonvention im Absatz 3 sehr klar und ausdrücklich geregelt wird, nach wie vor in Frage gestellt. Und ich meine, darüber müssen wir in einen intensiven Diskurs eintreten und klar machen, dass Kinderrechte nicht teilbar sind und dass es keine zwei Klassen von Kindern geben darf, je nachdem, wo sie zufällig geboren sind.
denn es entspricht nicht dem Geist und dem Buchstaben der UN-Konvention, die Deutschland ohne Einschränkung unterschrieben hat, dass für Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge dieses Primat der Kinderrechte nicht gelten soll. Wir stehen als Politik in der Verantwortung, die Umsetzung der Kinderrechte stets zu überprüfen, in allen gesellschaftlichen Bereichen deren Umsetzung zur Realisierung zu verhelfen. Ein geeignetes Instrument dazu wäre, im parlamentarischen Raum eine Kinderkommission nach dem Vorbild des Bundestages. Wir haben sie im Koalitionsvertrag vereinbart. Wir haben sie in der Runde der Obleute so verabredet, dass wir das fraktionsübergreifend auf den Weg bringen. Ich denke, das wäre ein wichtiger Schritt, um die Rechte der Kinder, um Beteiligungsrechte, Partizipation der Kinder hier nochmal in diesem Parlament ganz besonders zur Sprache zu bringen und zur Umsetzung zu verhelfen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Vorschlag, den die Piraten hier gemacht haben, tatsächlich zielführend ist, weil ich wie die Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU-Fraktion der Meinung bin, es geht nicht darum, dass es Einzelpersonen gibt, die jetzt nun in besonderer Weise geschult werden und als Einzelpersonen die Kinderrechte in den Einrichtungen wahrnehmen, sondern das muss tatsächlich konstitutiver Bestandteil der Ausbildung sein und es muss zum Selbstverständnis eines jeden, der so in Kindertageseinrichtungen oder in Jugendeinrichtungen Arbeit gehören, tatsächlich die Kinderrechte im Blick zu haben und zu helfen, diese Kinderrechte umzusetzen. Ich freue mich trotzdem auf die Beratung im Ausschuss. Dort werden wir Gelegenheit haben, die verschiedenen Vorschläge miteinander zu diskutieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Asch. Nächster Redner ist der Kollege Hafke für die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der vorliegende Antrag ist leider wieder ein gutes Beispiel für den Drang der Politik, aus allem, was gut gemeint ist, sofort Regeln und Vorgaben zu machen. Wir kennen das sonst eher von der SPD und insbesondere von den Grünen, aber offenbar wollen nun auch die Piraten da in dem nichts nachstehen. Ohne Frage ist das Thema Kinderrechte eines, bei dem man einige Defizite beklagen kann. Nicht nur bei der Umsetzung, sondern vorgelagert natürlich, wie es der Antrag auch beschreibt, bei der Information. Es ist sicher notwendig, dass Kinder über ihre Rechte Bescheid wissen und ermuntert werden, diese einzufordern. Deshalb ist es uns als FDP-Fraktion auch so wichtig, das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung nach vorne zu stellen. Denn wenn Kinder und Jugendliche an sie betreffende Entscheidungen beteiligt werden, ist das der beste Weg, ihre Interessen zu berücksichtigen. Ich stimme deshalb der Problemanalyse an dieser Stelle zu, insbesondere hinsichtlich einer geringen Nachhaltigkeit vieler Beteiligungsprojekte. Allerdings fehlt es da nicht zwingend an Fachkräften, sondern vor allem an politischer Willenskraft. Und Sie wissen, bekleckert sich dieses Landesparlament ja in den letzten Jahren auch nicht gerade mit Ruhm, wenn man über 4 Jahre darüber diskutiert, wie man Kinder und Jugendliche in diesem Land beteiligt. Auch der von Ihnen angesprochene Kinderbeauftragte ist da sicher kein Ruhmesblatt dieser Landesregierung. Man kann unterschiedlicher Auffassung sein, ob diese Stelle gebraucht wird. Der letzte Amtsinhaber, Herr Dr. Eichholz, hat sie sicherlich gut ausgefüllt. Die Idee, die Stelle einzusparen und quasi die zuständige Ministerin als Kinderbeauftragte in Personalunion zu verkaufen, wie es diese Landesregierung getan hat, ist aber vollkommen absurd. Ich würde mich jedenfalls der Diskussion, ob man das Amt wieder einführt, nicht verschließen. Ihre Problemanalyse ist an vielen Stellen richtig. Wir müssen in der Tat viel stärker für die Kinderrechte werben. Ich halte die Idee, dies auch sehr früh anzusetzen, durchaus für richtig. Aber, und das ist der große Kritikpunkt an Ihrem Antrag, nicht alles, was wünschenswert ist, muss bürokratisch bis aufs letzte Detail im Gesetz geregelt werden. Wenn man sich nun einmal anschaut, was eine Umsetzung Ihrer Forderung nach zuständigen Fachkräften inklusive der Kontrolle Ihrer Arbeit bedeuten würde, dann erscheint es mir offensichtlich, dass der bürokratische Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Vor allem halte ich es für ein völlig falsches Signal in einer Zeit, in der gerade die zweite Kibitz-Revision gegen den Rat aller Experten verabschiedet wurde, neue Vorgaben in die Einrichtungen zu geben. Wir haben hier lange, ja, die Belastung der Erzieherinnen und Erzieher ist ja allseits bekannt, die beklagen sich ja jetzt schon darüber. Wir haben hier lange und breit ja auch über diese Situation bei den Erzieherinnen gesprochen und das hier diskutiert. Und Gleiches gilt auch für die Mitarbeiter in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und an den Schulen, nur das Stichwort Inklusion mal nochmal zu nennen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier rigide Vorgaben machen und neue Aufgaben in die Einrichtung geben, strafen wir unsere Worte Lügen.
Die Erzieherinnen, die Fachkräfte und Lehrer haben genug mit den bestehenden Aufgaben zu tun. Wir sollten also dringend Abstand nehmen von neuen Vorgaben, die das Land hier macht. Das heißt nicht, dass wir das Thema gar nicht angehen. Es gibt viele Einrichtungen, die von sich aus das Thema Kinderrechte aufgreifen und altersgerecht vermitteln, die Beteiligungsprojekte auf den Weg bringen und schon die Kleinsten ermuntern, eigene Entscheidungen zu treffen. Vielleicht sollten wir also mehr im Sinne von Best Practice schauen, was bereits in diesem Land passiert, und die erfolgreichen Projekte zur Nachahmung empfehlen. Gerne auch mit Material, das wir den Mitarbeitern an die Hand geben können. Ich kann mir auch weitere Werbemaßnahmen bzw. Informationsprojekte zu Kinderrechten vorstellen. Über all das sollten wir im Ausschuss reden, damit wir am Ende etwas für die Kinderrechte tun, ohne dafür an anderer Stelle etwas für die Kinder zu verlieren, denen wir nämlich die Fachkräfte mit neuen Vorgaben belasten und ihnen damit Zeit für das Wesentliche nehmen, nämlich die Förderung unserer Kinder. In diesem Sinne freue ich mich auf spannende Diskussionen im Ausschuss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hafke. Für die Landesregierung hat jetzt Frau Ministerin Schäfer das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren von den Piraten. Sie haben es in Ihrem Antrag ganz richtig beschrieben. Dort steht, Nordrhein-Westfalen ist Vorreiter bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Herr Wegner, das passt da nicht ganz zu der Aussage, dass Sie sagen, in Nordrhein-Westfalen sollten die Kinderrechte nicht nur auf dem Papier stehen. Denn in Nordrhein-Westfalen ist viel passiert, gerade auch in den vergangenen Jahren. Um Kinder und Jugendliche über ihre Rechte zu informieren und sie dabei zu unterstützen, diese Rechte auch wahrzunehmen. Ganz aktuell, darauf haben Frau Asch und Frau Hack hingewiesen, haben wir beim Kiebitz-Änderungsgesetz die Bedeutung von Kinderrechten und Partizipation in der pädagogischen Arbeit im Elementarbereich noch einmal ganz besonders hervorgehoben und damit auch gestärkt. Und das wird strukturell überall bei uns im Land, da bin ich sicher, seine Wirkung entfalten. Beteiligung von Anfang an, das ist unser Ziel. Wir fördern außerdem strukturell Einrichtungen und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und die landeszentralen Jugendverbände als Interessenvertreter für Kinder und Jugendliche, genauso wie konkrete Partizipationsprojekte in den Kommunen und in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir fördern auch die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung beim LWL. Das ist ein weiteres Projekt, was wir gemacht haben. Und wir unterstützen im LVR-Landesjugendamt eine Multiplikatorenschulung für Kitas bei Fragen der konzeptionellen Verankerung partizipativer Strukturen. Wir sind, Sie merken es, in NRW an vielen Stellen aktiv, um die UN-Kinderrechtskonvention umzusetzen. Und wir werden diesen Weg auch weitergehen. Und ich teile die Meinung einiger Vorredner und Vorrednerinnen, dafür brauchen wir keine aufwendigen neuen Strukturen und Organisationen. Und man darf auch mal die Frage stellen, wie Sie denn ein landesweites, flächendeckendes System von Beauftragten dann auch finanzieren wollen. Wenn Sie es denn gesetzlich verankern, ist Ihnen ja auch bewusst, dass Sie damit auch die Finanzierung sicherstellen müssen. Meine Damen und Herren, es mangelt uns nicht an guten Konzepten in NRW, es mangelt auch nicht an der Verfügbarkeit von Informationen. Aber damit Beteiligung im Alltag gelingt, muss sie auch für die Kinder und Jugendlichen etwas bringen. Beteiligung muss ernst genommen werden und die Kinder und Jugendlichen müssen ernst genommen werden. Und das ist eine Frage der pädagogischen Haltung. Und das ist auch eine Frage des gesellschaftlichen Klimas, der Offenheit einer Gesellschaft gegenüber Kindern und Jugendlichen. Und es bedarf der Bereitschaft, diesen jungen Menschen Freiräume zu geben. Wir werden als Landesregierung weiter alles dafür tun, dass Kinder und Jugendliche einen zentralen Platz in unserer Gesellschaft haben, dass alle sich bestmöglich entwickeln und entfalten können und dass sie mitbestimmen und unsere Gesellschaft mitgestalten können. Und das heißt für uns, Kinderrechte wirklich umzusetzen. Und ich bin sicher, wir können auch deutlich machen, dass die UN-Kinderrechtskonvention bei uns im Land gelebt wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schäfer. Wir legen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir sind am Schluss der Aussprache. Wir stimmen ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 6107 an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend federführend und an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung. Die abschließende Abstimmung soll dann im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ist jemand gegen diese Überweisungsempfehlung oder möchte sich enthalten? Das sehe ich nicht. Damit ist die Überweisungsempfehlung entsprechend angenommen und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12.